Also sie sind auf jeden Fall in der Lage, an einem Tag alle Mannschaften zu schlagen. Und da würde ich auch relativ weit in Europa sogar weit gehen, dass sie dazu in der Lage sind. Aber ob sie das dauerhaft abrufen können, ist nicht mein Thema. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal so weit sind, dass das hier zu unserem Thema wird. Aber da sind wir auch noch nicht. Also es ist natürlich immer ein Spiel, wo du sofort weißt, dass du von der ersten Sekunde an wirst du Stress auf dem Platz haben, weil sie ein unglaublich hohes Tempo gehen, weil sie dich immer wieder in Stresssituationen bringen. Und das heißt, du hast in diesen Spielen bist du von vornherein, also in allen Spielen versuchst du das, aber bei den Spielen weißt du, ich muss von der allerersten Sekunde brutal wach sein. Ich glaube, das hat immer zu guten Spielen geführt, die wir auch gesehen haben. Aber jetzt haben wir zwar das letzte Spiel gewonnen letztes Jahr, aber letztes Jahr ist eine sehr ausgeglichene Bilanz, einmal gewonnen, einmal verloren. Das Jahr davor haben wir, glaube ich, zweimal, einmal unentschieden, einmal verloren. Also von der positiven Bilanz würde ich da jetzt auch nicht sprechen. Es sind halt einfach von der Heran. Ja. Deshalb, also von der Herangehensweise, glaube ich, passen die beiden Mannschaften so zusammen, dass das immer gute Spiele sind. Über Timo Werner muss man, glaube ich, nicht viel sagen bislang in dieser Saison, aber in Forsberg ist zurück, Sabitzer spielt für mich eine überragende Saison und das sind immer wieder die Merkmale, die sie haben. Gegen den Ball sind sie zwar auch im Gegenpressing nach wie vor sehr aktiv und auch risikobereit, was sie aber auch können, durch die hohe 1-gegen-1-Qualität in ihrer letzten Kette, haben den momentan wahrscheinlich besten Bundesliga-Torwart im Tor, der sich auch fußballerisch enorm weiterentwickelt hat. Es ist eine absolute Top-Mannschaft, die allerdings aus der Ordnung heraus, also wenn der Gegner den Ball wirklich kontrolliert hat, und macht ja auch Sinn, so wie sie ihr Gesamtspiel jetzt anlegen, nicht mehr durchgehend ins hohe Pressing geht. Also da glaube ich, haben sie gelernt und ich finde, sie reifen so nach und nach von außen betrachtet, ohne dass ich mir das zu sehr anmaßen will, aber sie reifen zu einer wirklichen Spitzenmannschaft, weil sie halt auch Momente im Spiel haben, wo sie es kontrollieren, wo sie nicht komplett hohes Risiko gehen. Ich glaube, sie können sich die Kräfte viel besser einteilen schon. Der ein oder andere Spieler spielt jetzt auch das erste Jahr da. Wir müssen das Tempo verhindern. Wir müssen verhindern, dass sie wirklich in Tempoaktionen kommen, sowohl im Umschalten als auch aus der Ordnung heraus. Das wird sehr, sehr schwer, aber das wird natürlich unser Ziel sein. Dafür gibt es wie immer oder meistens zwei Herangehensweisen. Auf der einen Seite, du spielst es sehr mannorientiert, dann spielst du es auch sehr hoch, um sie überhaupt gar nicht ins Spielen kommen zu lassen. Das erfordert viel Mut. In der Regel sind wir mutig. Du kannst es allerdings auch etwas kompakter anlegen, so würde ich es mal formulieren. Das heißt, es dann etwas tiefer vielleicht spielen, um nicht so viel Platz hinter der Kette zu geben. Wenn Werder-Siege zu Hause eine Sensation sind, das mag ich nicht. Das ist keine Sensation. Das wäre mit Sicherheit nicht der erwartbare Ausgang, so würde ich es mal sagen. Der erwartbare Ausgang ist, dass da eine Mannschaft kommt, die einen sehr guten Lauf hat, die gerade letzte Woche in der zweiten Halbzeit Bayern München dominiert hat. Und dafür gibt es kein anderes Wort, in der zweiten Halbzeit. Also sie sind auf jeden Fall in der Lage, an einem Tag alle Mannschaften zu schlagen. Und da würde ich auch relativ weit in Europa sogar weit gehen, dass sie dazu in der Lage sind. Aber ob sie das dauerhaft abrufen können, ist nicht mein Thema. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal so weit sind, dass das hier zu unserem Thema wird. Aber da sind wir auch noch nicht.